Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es schon wieder ein Jahr her, seit ich den letzten Jahresrückblick gemacht habe. Denn der Kanal existiert jetzt seit genau 2 Jahren. Letztes Jahr hatte ich gleich zu Anfang mal eine kleine Doku gemacht über Dämonen. Dämonen liegen mir da besonders am Herzen, ja, da viel Schwachsinn erzählt wird, sage ich jetzt mal, und auch viele alte Götter von den Kirchen dämonisiert wurden. Leider hat sich dieser Irrsinnsglaube bis in die heutige Zeit durchgekämpft, sodass viele Leute noch zum Beispiel Dämonen benennen, die früher eigentlich Götter waren. Man denke jetzt gerade mal an den Dämon Baal, der eigentlich früher ein Fruchtbarkeitsgott war. Mir lag es am Herzen, die Leute da mal ein wenig aufzuklären und damit die Leute mal einen kleinen Einblick haben, was so damals von der Kirche dämonisiert wird. Der Geisterwald bei Bellheim. Ein großer Wald, in dem sich viele, viele Geschichten ranken. Schauplatz vieler Kriege und auch leider Schauplatz einiger Verbrechen. Unter anderem soll dort vor Jahren mal ein Kind verschwunden und getötet worden sein. Auch soll es dort zu mehreren paranormalen Vorfällen gekommen sein, wenn man den Geschichten aus dem Internet Glauben schenken kann. Wir waren vor Ort, um dies rauszufinden. Eine Geschichte hat mich da besonders fasziniert, und zwar die Geschichten von großen weißen Wesen mit rotglühenden Augen, die angeblich schon von mehreren Personen gesichtet wurden. Was mich interessiert, und zwar gibt es Berichte, dass hier in den Wäldern als weiße Wesen gesehen werden mit leuchtenden Augen. Rote Augen. Ja, weißt du, rote? Vorhin weiße. Ist da was dran? Ist da was dran an den Geschichten? Oder sind das nur Märchen? Ich weiß nicht. Oder benutzen Sie Portale, um nach hier zu kommen? So eine Art Dimensionsportale. Was jetzt gibt was? Es geht mir nur innen, gell? Ja. So eine Art Wurmloch. Loch. Loch. Nun, diese Aussagen über diese weiße Wesen mit den roten Augen erinnerte mich irgendwie an diese Alien-Berichte. Und wir dachten uns, tja, kann ja nicht schaden, wenn man vielleicht mal in diese Richtung ermittelt und auch Fragen stellt. Mit den Antworten, da hätten wir allerdings nicht gerechnet.
Das Gerät hier in meiner Hand ist ein sogenanntes EMF-Meter. Das hier ist mit Zahlenwerte und Anzeige. Da gibt es aber noch andere, wo nur diese LEDs drauf sind. In Kreisen besser bekannt als K2-Meter und eigentlich aus der Ghost-Hunting-Szene nicht mehr wegzudenken. Aber dieses Gerät hat auch jede Menge Tücken und es reagiert sehr anfällig auf Funkmasten oder halt Maschinen, die größere elektromagnetische Felder produzieren. Ich selbst halte dieses Gerät für untauglich fürs Ghost Hunting oder um halt auch Entitäten nachzuweisen. Wie ich jetzt auf diese Annahme komme, das seht ihr jetzt mal gleich in diesem kurzen Ausschnitt. So, hallo zusammen. Maggie und ich sind wieder zurückgekehrt an den Ort, um zu testen. Es piepst schon wieder. Wieso, dass unsere K2s beim letzten Mal hier so verrückt gespielt haben. Wir haben auch des Rätsels Lösung entdeckt, schon vom Auto aus. Ja, ist halt immer wieder gut, wenn man das Ganze sich mal bei Tageslicht anschaut. Denn hier etwa 500 Meter weiter stehen zwei große Funkmasten. Daneben gleich eine Hochspannungsanlage. So, und das ist auch schon wahrscheinlich die ganze Hexerei. Ich hatte erst noch diese Firma hier gegenüber in Verdacht, dass die da irgendwelche Maschine habe. Aber ich gehe davon aus, zu 99%, dass das diese Funkmasten sind. Nehmen wir mal als kleinen Test mal hinzu. Ja, also wenn ich jetzt hier in diese Richtung auch halte. Was macht's jetzt? Das sind nur so Intervalle, oder als Kummer? Ja. Jetzt. Ja. Genau. Ich werde in Zukunft auch des Öfteren mal Fragen zu dem Thema Präastronautik stellen. Wer nicht weiß, was Präastronautik ist, dem gebe ich gerne mal eine Zusammenfassung. Die Präastronautik ist eine Parawissenschaft, welche die Untersuchung der vermeintlichen Präsenz außerirdischer Intelligenzen auf der Erde während der Vorgeschichte und des Altertums zum Ziel hat. Von ihren Anhängern wird die Präastronautik als Protowissenschaft verstanden, welche Erkenntnisse aus den Altertumswissenschaften und der Astronautik kombiniert. In der akademisch-institutionalisierten Forschung, insbesondere in den Altertumswissenschaften, gilt sie als Pseudowissenschaft, deren Thesen nicht zu belegen sind. Der Präastronautik vertritt man die Anschauung, dass Berichte über Götter, Engel oder halt irgendwelchen unerklärlichen Sachen aus verschiedenen Religionen, dass dies Hinweise für außerirdische Zivilisationen seien, die früher schon mal unsere Erde besuchten. Und dann möchte ich mal sehen, was wir da für Antworten bekommen aus der anderen Welt. Das wird mit Sicherheit interessant. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, eure Götter, wo kamen die denn her?
kamen diese Götter denn her? Wie sind die denn hier hergekommen? Sind die gefahren? Oder geflogen? Ich besuchte mit Maggie zusammen ein ehemaliges Schloss, das einst eine riesige Schlossanlage war. Diese Schlossanlage wurde allerdings während des Französischen Unabhängigkeitskrieges komplett zerstört. Und heute ist nur noch eine klägliche Mauer übrig. Aber auch dort erhielten wir ganz erstaunliche Ergebnisse. Aufgrund einiger Rückmeldungen, die wir in der letzten Zeit erhielten, hegten wir so den Verdacht, dass da vielleicht noch andere Wesenheiten antworteten, die nicht irdischer Herkunft sind. Wir starteten mit anderen Teams ein Projekt, bei denen wir 21 Fragen stellten, die jedes Team dann stellte. Und Doreen vom Kanal Echos hat diese dann zusammengeschnitten und diese wurden dann auch veröffentlicht. Wir gingen auch zu einer Location, in der ich in der Vergangenheit verschiedene positive Erfahrungen sammeln konnte und stellten dort unsere Fragen. Auf dem Weg dorthin nahmen wir auch EVPs auf, bei denen ein wunderschöner Gesang zu hören ist. Jetzt drücken wir so Holzbohle drüber.
Welt der sieben Schmerzen. Das ist auch eine sehr bekannte Location, die man oft bei YouTube findet. Oder über diese Location gibt es auch diverse Berichte im Internet. So sollen dort zum Beispiel manche Leute dem Satanskult frönen. Es sollen auch satanistische Merkmale in den Bäumen eingeritzt sein. Aber das konnten wir dann vor Ort nicht bestätigen. Fällt wahrscheinlich auch unter die Kategorie moderne Märchen. Wir hatten dort eine PU gemacht und hatten eine Keltenstätte besucht, die nicht weit von dieser Location gelegen hat. Und auch dort habe ich Fragen gestellt über die alten Götter. Männliches Emo Himmel verstanden. Von wo sind die gekommen? Ganz leise hier von Heuschmutz ins Rauschen. Oh, ich bin selber. Und da. Danke. Dankeschön. Gänsehaut. Im Saarland gibt es ein altes, verfallenes Kloster, das auch Zielpunkt vieler Wanderer ist und auch an einem bekannten Wanderweg liegt. Wir besuchten das Kloster und wir hatten da so eine spontane Idee. Wir hatten den spontanen Einfall, dass wir ein paar Bilder aufs Handy projizierten und diese dann zeigten. Die Antworten, die waren recht beeindruckend. Ich sage wieder gerade bitte. Dankeschön. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier in der Hand ein Gerät, da ist ein Bild drauf. Könnt ihr das Bild erkennen? Sagt mal bitte, was da auf dem Bild drauf ist. Dankeschön. Kreuz gesagt. Ja. Da war mehr so gesungen, ne? Ja. Ja. Okay. Könnt ihr bitte nochmal sagen, was da drauf ist? Okay, falls ich das gesagt habe, sage ich mal Danke. Ich höre es leider erst zu Hause bei der Aufnahme, ne? Ja. Da. Pass auf. Steht ihr da drüben, weil du den Stab immer in diese Richtung schickst? Ja, ja. Ich zeig's hier noch die Kamera. Okay, ich habe jetzt hier ein anderes Bild.
sag mir mal bitte, wer da drauf ist. Drauf ist. Wer ist denn da drauf? Oder wen soll es darstellen? Den spektakulärsten Fall in dem Jahr hatten wir eigentlich auf einer Burg in der Pfalz. Normalerweise ist es ja so, dass man, bevor man so eine Location besucht, erstmal Nachforschungen anstellt, um was für ein Objekt das sich handelt und auch die Geschichte im Hintergrund versucht zu erfahren. Dies hatten wir auch getan. Nur die Rückmeldung, die wir bekamen, die wichen sehr, sehr weit von dem ab, was wir uns vorher durchgelesen hatten. Wir bekamen Hinweise auf Kriegsverbrechen, die nach dem Krieg oder während des Krieges stattfanden. Darüber hatten wir vorher gar keine Kenntnisse. Wir wussten nur von einem Einheimischen, dass nach dem Krieg Amerikaner dort waren und die auch in den Stollen der Burg Vorräte lagerten. Die Stollen selbst wurden irgendwann zugeschüttet, da Kinder gerne darin spielten und diese Stollen schon einzustürzen drohten. Bei diesem Fall hatte ich ebenfalls ein krasses Erlebnis, da ich nämlich das Gefühl hatte, dass ich während der Untersuchung an meiner Jacke gezogen wurde. Ich dachte natürlich erst, dass ich vielleicht irgendwo hängen geblieben bin, aber ich war weit genug von der Wand entfernt und in der Wand war auch nichts, woran ich hätte hängen bleiben können. Natürlich versucht man sich das alles zu erklären, aber ich habe bis heute noch keine Erklärung gefunden. Was?
Wir scheuen uns nicht, für eine Untersuchung auch mal ins Ausland zu fahren. Wir waren ja letztes Jahr jetzt schon in Luxemburg gewesen und es verschlug uns auch nach Frankreich. Genauer gesagt nach Verdun. Verdun selbst war in der Zeit des Ersten Weltkrieges ja ein sehr hart umkämpftes Stück Land, bei dem es sehr viele Todesopfer gab, nur wegen ein paar hundert Meter Land. Wir besuchten eine Festung, die in französischer Hand war, dann zwischendurch in deutscher Hand und letztendlich von den Franzosen wieder zurückerobert wurde. Der Krieg selbst hatte verheerende Schäden in der Umgebung hinterlassen und das Land sowie die Umwelt für Generationen geschädigt. Noch heute ist es nicht möglich, das Grundwasser in der Gegend zu nutzen, da es noch sehr giftig verseucht ist. Weil im Krieg wurden damals Giftgasbomben eingesetzt. In der Umgebung selbst ist es verboten, Landwirtschaft zu betreiben, da die Schadstoffe, die im Wasser enthalten sind, die Gesundheit jedes einzelnen Menschen sehr stark gefährden können. Vereinzelt kommt es vor, dass wir auch mit anderen Teams zusammenarbeiten. In dem Fall mit Jules vom Kanal Jules und die Seelen. Wir besuchten ein Klinikgelände, das leider auch eine sehr dunkle Vergangenheit hat. Der Jules ist hier und ich bin der Andi. Digger. Ja, genau. Weil Efeu so jetzt hier oben ist und bei uns im Wald eher jetzt mal selten. Jedoch noch ein Pferd im Pfad hoch. Ja, und irgendwann hatten Maggie und ich, wir hatten uns vermehrt. Nicht so, wie ihr jetzt denkt, sondern in Form einer neuen Kollegin, die Eileen. Scherzeshalber nennen wir sie immer die Azubine. Aber Eileen hatte sich ganz gut ins Team eingefügt und ist mittlerweile ja sehr wertvoll geworden. Wir hatten unsere erste gemeinsame Untersuchung an der Felseneremitage. Eine Anlage, die etwa 7500 Jahre alt ist. Diese Anlage wird von den Römern erwähnt und auch in den kirchlichen Unterlagen. Wer diese aber allerdings erbaut hat vor 7500 Jahren, das ist unbekannt. Komischerweise erhielten wir auf dieser Untersuchung zweimal eine Rückmeldung über ein sogenanntes Adlervolk. Und über dieses Adlervolk wollen wir uns dieses Jahr, da werden wir uns näher befassen. Denn dieses Adlervolk hatte unsere Neugierde geweckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht gerade die Römer waren, die hier zuerst an dieser Anlage was gemacht haben, ne? Also Kapelle raus, ne? Ja.
ist. Und diese Anlage was gemacht haben, ne? Aus der Kapelle raus, drin, ne? Ja. Ist. Und diese Anlage was gemacht haben, ne? Aus der Kapelle raus, drin, ne? Ja. Vielleicht die Felsenkirche, die Anlage gebaut wurde, ja, weil da ist ja noch was anderes da unten, ne? Das ist ja noch älter. Und dann steht wieder die Frage. Da hätte ich was aus dem Radio noch nicht mehr verstanden. Welches Volk hat denn früher hier gelebt, bevor die Römer gekommen sind? Leider hatte auch das Saarland, wie der Rest von Deutschland, im späten Mittelalter ein dunkles Kapitel zu verzeichnen. Denn es wurden damals Frauen, die nicht in die gesellschaftlichen Normen passten, der Hexerei bezichtigt, verhaftet, gefoltert und schließlich hingerichtet. Auch die Siersburg, die wir hier besuchen, die hat so ein dunkles Kapitel vorzuweisen. An manche Orte zieht es einem buchstäblich wieder zurück. So auch auf die Burg Neudarn. Im Herbst vorigen Jahres beschlossen wir, mal eine Nacht dort oben zu verbringen. Die ganze Burg mit Kameras zu versehen und mal über die Nacht aufzunehmen, was wir dort an Geräuschen einfangen und wir waren gespannt, ob wir auch EVPs drauf hatten. Das vollständige Video könnt ihr natürlich hier auf diesem Kanal euch ansehen, aber einen kleinen Ausschnitt von unserem Handy-Experiment möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Nach den Experimenten positionierten wir die Kameras jetzt an verschiedenen Standpunkten, die während der Nachtruhe dann aufnahmen. Wir besuchten mit Joel zusammen eine Location, die etwa im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Viel ist über die Location nicht mehr bekannt. Sie wurde lediglich als Fluchtburg benutzt. Aber Gefechte um diese Fluchtburg sind in den Überlieferungen nicht bekannt. Sie wurde gebaut, um vor einfallenden Normannen zu beschützen.
Ja, der letzte Einsatzort hatten wir auf der Grimmburg, die eigentlich eine ähnliche Geschichte hat wie die Siersburg. Auch hier wurden Hexen eingesperrt, verhört und bis zu ihrer Verurteilung festgehalten. Die Grimmburg selbst ist eine sehr interessante Burg, die auch einige Vorteile hat, um in Zukunft diverse Experimente im paranormalen Reich, im paranormalen Bereich durchzuführen, da sie verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen ist. Ja. Ja, das ist der Säulenkeller. Gehen wir noch einen Schritt nach vorne, bitte. Ja. Reicht schon, danke. Das mache ich, wenn ich irgendwas ahnen will. Ja, genau. Dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Gut, das mache ich, wenn ich von irgendwas Ahnung hätte, dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Gut, das mache ich, wenn ich von irgendwas Ahnung hätte, dass das im Foto gut aussieht. Perfekt. Oder haben Sie sich vielleicht nicht getraut aus Angst, Sie werden dann auch angeklagt? Wenn euch unser Jahresrückblick gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, den ganzen Beitrag liked und wer es noch nicht getan hat, ein Abo hinterlässt. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand und seid rechtzeitig informiert, wenn ein neues Video herauskommt. Nicht vergessen, die Glocke noch zu aktivieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.